Am 27.06.2017 bricht in der gesamten Ukraine plötzlich das Chaos aus. Geldautomaten funktionieren nicht mehr, Kartenlesegeräte in U-Bahn-Stationen sind kaputt, unzählige ukrainische Banken, Unternehmen und staatliche Einrichtungen büßen den Großteil ihrer Computer ein. Sie schalten sich einfach aus und beim Neustart erscheint nur noch eine seltsame Nachricht. Alle Daten auf den infizierten Maschinen seien ab jetzt verschlüsselt und nun völlig nutzlos. Es werden rund 275 Euro in Bitcoin gefordert, um die Daten wieder herauszugeben. Tausende Kilometer nordwestlich in einem großen Bürogebäude in Kopenhagen passiert das Gleiche. Ganze Reihen an PCs gehen einfach aus. In Häfen überall auf der Welt stehen in der Folge abertausende LKWs Schlange. Sie sollen eigentlich Ladungen von gigantischen Containerschiffen abholen. Leider ist die gesamte IT-Infrastruktur von Maersk, der größten Schifffahrtsgesellschaft der Welt, auf einen Schlag in sich zusammengebrochen. Niemand weiß, welches Schiff welche Ladung mit sich trägt, wer was wo abholen und wohin bringen muss. Das alles und noch viel mehr ist das Resultat von NotPetya, dem schlimmsten Hackerangriff aller Zeiten. Er hat globale Schäden von über 9 Milliarden Euro verursacht und zeigt vor allem eins: zu was für vernichtenden, beängstigenden Cyberangriffen die mächtigen Länder dieser Welt heute fähig sind. An dieser Stelle wollen wir gerne die Folge NotPetya des englischsprachigen Podcasts Darknet Diaries empfehlen. In ihr wird der Angriff bis ins technische Detail erklärt. Aber fangen wir ganz von vorne an. Die ukrainische Linkos Group vertreibt die beliebte Software MiDoc. Mit ihr können Unternehmen in der Ukraine ihre Steuererklärung vorbereiten. 2017 wurde diese Software von den allermeisten Unternehmen des Landes genutzt. Ein Server der Linkos Group sendet regelmäßig Updates an alle MiDoc-Nutzer. Dieser Update-Server wird von Hackern gekapert. Am 27.06.2017 verschicken sie ein MiDoc-Update. Es erreicht unzählige Unternehmen, Regierungsorganisationen und allgemein so gut wie jede Institution, die Steuern in der Ukraine zahlen muss. Was niemand merkt, bei dem Update handelt es sich um ein 1,5 GB Schadsoftware-Paket. NotPetya. Aber was genau macht NotPetya eigentlich? NotPetya ist ein Wurm, also eine Schadsoftware, die sich selbst vervielfältigt und von allein immer mehr Systeme infiziert. Grob vereinfacht besteht NotPetya aus drei Bausteinen. Erstens, sobald der Wurm es über das MiDoc-Update auf ein System geschafft hat, kommt Mimikatz zum Einsatz. Mit Mimikatz können Hacker auf Computern nach Benutzernamen und Passwörtern suchen. Oft sind alle PCs eines Unternehmens vernetzt. Mimikatz kann mit Glück auch Daten von anderen Nutzern in diesem Netz finden. Mit Hilfe dieser Benutzerdaten breitet sich der Wurm dann in dem Netzwerk aus. Aber was, wenn Mimikatz keine wichtigen Nutzernamen und Passwörter finden kann? Zweitens. Um sicherzustellen, dass der Wurm zu wichtigen Computern und Servern vordringen kann, wird deshalb zusätzlich Eternal Blue genutzt. Mit Eternal Blue können sich Hacker Kontrolle über Windows-Computer verschaffen. Eternal Blue wurde von der NSA entwickelt und nutzte eine Schwachstelle in Windows, die völlig unbekannt war. Deshalb war so gut wie jeder Windows-Computer auf der Welt auf diese Weise angreifbar. Ein sehr mächtiges Werkzeug also. Eternal Blue wurde am 14. April 2017 geleakt und stand nun der ganzen Welt zur Verfügung. Microsoft hatte die betreffende Schwachstelle in Windows zum Zeitpunkt von NotPetya bereits behoben. Zahllose Windows-Systeme auf der Welt waren dennoch ungeschützt, weil Betriebssysteme von ihren Nutzern in der Regel nicht entsprechend aktualisiert werden. Mitte 2017 waren also noch sehr viele Systeme mit Eternal Blue angreifbar. Mit der Macht des NSA-Tools und Mimikatz breitet sich der Wurm rasend schnell aus. Drittens. Aber was macht der Wurm, sobald er ein System infiziert und sich weiter verbreitet hat? Hier kommt Petya ins Spiel. Petya verschlüsselt alle Daten auf einem System und macht die gesamte Maschine so unbrauchbar. Nach dem Neustart wird eine Lösegeldforderung angezeigt, für ein paar Bitcoin kriegt man seine Daten zurück. Diese Forderung ist bei NotPetya aber eher Tarnung. Denn anders als bei der originalen Petya-Software geht es hier gar nicht um Erpressung. Niemand hat vor, die Daten für ein paar Bitcoin wieder zu entschlüsseln. NotPetya tut nur so, als würde es Nutzer erpressen. In Wahrheit sind die Daten für immer weg. Bitcoin hin oder her. Das eigentliche Ziel ist maximale Zerstörung. Deshalb der Name NotPetya. Und diese Bestie,
wurde auf die Ukraine losgelassen. Am 27. Juni 2017 verschickte der MiDoc-Server also das infizierte Update und NotPetya breitete sich rasend schnell aus. Bevor irgendjemand verstand, was hier passierte, war es zu spät. Der Wurm zerstörte oder beschädigte die technische Infrastruktur zahlreicher ukrainischer Ministerien, Banken, Metros und Flughäfen. Auch Telekommunikationsfirmen und Bahngesellschaften waren betroffen. NotPetya schaltete sogar das Strahlungsüberwachungssystem um Tschernobyl aus. MiDoc wurde natürlich auch von ausländischen Unternehmen mit einem Sitz in der Ukraine genutzt. So hinterließ NotPetya auch global eine Schneise der Verwüstung. Zu den betroffenen Firmen gehörten unter anderem Giganten wie Mondelez oder FedEx. Auch die gesamte Produktion eines der größten Pharmakonzerne der Welt kollabierte einfach. Das Unternehmen heißt Merck und verlor in der Folge fast 830 Millionen Euro. Auch der Fall von Maersk war besonders brutal. NotPetya hat 45.000 PCs und 4.000 Server der Firma komplett nutzlos gemacht. Darüber hinaus wurde auch der Domain-Controller verschlüsselt. Der Domain-Controller ist wie das Zentralhirn einer solchen IT-Infrastruktur. NotPetya hat alle 150 Backups dieses Controllers gleichzeitig erwischt. Durch pures Glück überlebte dann doch ein Backup in Ghana, weil während der Attacke der Strom in der Region ausfiel. Mithilfe dieses überlebenden Domain-Controllers konnte Maersk ihre Infrastruktur dann unter unglaublichen Anstrengungen wieder aufbauen. Circa 9% der gesamten Infektionen sollen deutsche Unternehmen betroffen haben. Aber warum ist das Ganze überhaupt passiert? Wer zieht denn einen Vorteil aus purer Zerstörung? NotPetya ist das Resultat eines Krieges. 2014 hat Russland die ukrainische Halbinsel Krim widerrechtlich zu russischem Staatsgebiet erklärt. Kurze Zeit später brach im Osten der Ukraine nach langen Unruhen ein Krieg aus. Er dauert bis heute an. Pro-russische Milizen und russische Truppen kämpfen gegen das ukrainische Militär. Es geht um die Abspaltung der Region von der Ukraine. Aber dieser Konflikt wird eben nicht nur mit physischer Gewalt ausgefochten. In gewisser Weise wurde die Ukraine für Russland zu einem Versuchslabor für digitale Kriegsführung. Das Land wurde ab 2015 immer wieder systematisch von einer Gruppe von Hackern angegriffen. Die Gruppe attackierte vor allem ukrainische Infrastruktur und hat unter anderem die weltweit ersten massiven Stromausfälle durch Hacks ausgelöst. Es gibt zahlreiche Indizien, dass die Gruppe auch für NotPetya verantwortlich ist, quasi als Höhepunkt ihrer Bemühungen. Die Hacker sind mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Teil des russischen Geheimdienstes. Beweisen kann man das allerdings nicht. Eine Steuersoftware als Ausgangspunkt zu nehmen, war ein absoluter Geniestreich. Stellen wir uns mal für eine Sekunde vor, dieser Angriff wäre über TurboTax, das amerikanische Äquivalent von MiDoc, verbreitet worden. Die Folgen wären wahrscheinlich unvorstellbar. Wie eine digitale Atombombe mitten in die Weltwirtschaft. Cyberwarfare ist eine Realität. Und momentan gibt es keine Spielregeln. Meistens geben die jeweiligen Staaten nicht mal zu, dass sie hinter den Angriffen stehen. Russland bestreitet zum Beispiel bis heute jegliche Beteiligung an den Cyberangriffen in der Ukraine. Es braucht dringend einen Diskurs über Regeln und Grenzen digitaler Kriegsführung. Denn ihre Waffen sind viel potenter, zerstörerischer und gefährlicher, als den meisten bewusst ist. Cheers. Hey, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema unbedingt in die Kommentare. Auf der Endcard findet ihr ein weiteres Video von uns und eine Reportage über Julian Assange von STRG F. Ansonsten bis zum nächsten Mal.